FOMC Markets. Die Schock- und Drohgebärdenpolitik der letzten Jahre ist vorüber, weil Trump einen Teil des Kongresses nun mal in den Zwischenwahlen verloren hat, um Mehrheiten zu finden. Jetzt muss er die Demokraten mit einbeziehen. Jetzt haben wir also eine andere Strategie, eine, in der es erst Zugeständnisse geben soll. Und damit hofft man dann, das zu erreichen, was man auch zuvor mit der Schock- und Drohgebärdenpolitik erreichen wollte. Die Börsen zeigen für den Moment hier den Daumen nach oben. Aber es ist nicht gesagt, dass man nach dem Porzellan, das zerbrochen wurde, jetzt eine gemeinsame Linie finden wird. Es geht im Kern um geistiges Eigentum, das US-Firmen nach China bringen müssen, bevor sie Zulassung für den chinesischen Binnenmarkt erhalten. China auf der anderen Seite möchte seinen Binnenmarkt schützen für sich. Die wollen keine Google, die wollen keine Facebook, die wollen keine Amazon haben, die dann dort den großen Reibach machen, aber kaum Steuern zahlen. Das Problem kennen wir ja auch hier. Die wollen ihre Tencent, ihre Alibaba, ihre Baidus haben, die heimische Firmen sind und auch Steuern in China zahlen. Tja, und das wird der springende Punkt bleiben. Das war er, das ist er auch jetzt und wird auch in Zukunft bleiben, werden die Chinesen in diesem Punkt den Amerikanern entgegenkommen. Gestern jedenfalls sagte der Handelsgesandte von Trump, Lighthizer, der ist da jetzt eingesetzt, dass es wenig Fortschritte in der Frage der Verhandlungen um die Handhabe der Chinesen bei geistigem Eigentum gebe. China stellte sich da dumm und stellt sich dumm und die wollen jetzt erstmal Beweise der US-amerikanischen Seite sehen, dass hier China wirklich geistiges Eigentum stehle oder dass es da ein Problem gebe überhaupt. Wie dem auch sei, wir haben jetzt im DAX einen dynamischen technischen Ausbruch über 11.050 Punkte gesehen, damit eine inverse Schulter-Kopf-Formation hier im Chart zu sehen, mit Zielen 11.700, möglicherweise 11.800 aktiviert. 11.050, 10.929 Punkte sollten jetzt bei möglichen Rückgängen, sollten sie kommen, nicht mehr unterschritten werden, um die Dynamik unmittelbar zu erhalten. Nach oben ist 11.392 Punkte jetzt ein Widerstand. Wir sehen ganz gut im Chart, wenn Sie sich die roten Punkte mal anschauen, die Abkehr des Verhaltens der letzten Wochen. Die zwei roten Punkte hätten eigentlich einen neuen Schub nach unten bringen sollen mit neuen Tiefs unter 10,3. Das kam nicht. Stattdessen haben wir jetzt einen Ausbruch und die blaue Linie, da wo die letzten zwei roten Punkte waren, bei 11,7, ist jetzt hier technisch zumindest ein mögliches Ziel. Wir werden uns das heute anschauen. Wieder zwischen 9 und 10 Uhr bin ich live. Die Trader-Ausbildung geht dann weiter heute wieder auf diesem Kanal live. Ich freue mich drauf. In dem Sinne, viel Erfolg heute bei Ihren Trades. Machen Sie es gut. Ciao. Abonnieren Sie jetzt unseren YouTube-Kanal und erhalten Sie immer die neuesten Analysen und Trading-Strategien.